Die einen sind beim Skifahren schon froh, wenn sie sich überhaupt auf den Brettern halten. Den anderen kann es gar nicht steil und buckelig genug sein. Aber die Hänge, die sich Axel Pielenz und Axel Hörmann herabstürzen, würden die meisten nicht mal im Sommer zu Fuß runtersteigen. Die beiden gehören zu den besten deutschen Profis im Freeskiing. Will sagen, sie heizen unberührte Hänge auf dem kürzesten und spektakulärsten Weg herunter. Über Klippen und meterhohe Felsabhänge. Andrea Benzing hat die zwei zu einem Wettkampf begleitet. Auf dem Gipfel der Gefühle. Ganz allein, früh am Morgen auf einem Berg nur der Schnee als Herausforderung. Und dann einfach abfahren. So sieht Freeskiing aus. Keine Klippe zu hoch, kein Hang zu steil, auch wenn's mal schief geht. Selbst bei spektakulären Stürzen verletzen sich die Profis nur selten. Als guter Skifahrer, da lernt man mit der Zeit auch das Stürzen. Und wir können auch uns mal ruhig mal überschlagen, also so eine Rolle machen. Und dann, wenn ich weiß, wie ich mich da eben zusammenkauern muss, dann passiert in der Regel auch nichts. Also Stürzen, gerade wo wir unterwegs sind, im Powder, ist eh nicht so wild, ne? Ist ja immer weich. Eine Extrem-Skitour im österreichischen Zürs. Um sich auf die Wettkämpfe im Freeskiing vorzubereiten, müssen die Profis Axel Pielenz und Axel Hörmann hoch hinaus. Die besten Skigebiete erreicht man natürlich nicht per Sessellift, sondern nur per Helikopter. Aber die abgelegenen Gebiete sind natürlich auch stärker lawinengefährdet. Deswegen haben sich unsere zwei Extremsportler jetzt einen Bergführer mitgenommen. Und die ganze Truppe wird jetzt gemeinsam hochfliegen und dann oben entscheiden, wo man am besten abspringen kann. Der Helikopter bringt uns auf 2800 Meter. Hier kommt kein Normalskifahrer hin. Sonne, Hammer, super Powder, besser kann es nicht sein. Landung auf dem Gipfel. Vor der Abfahrt checkt der Bergführer die Lawinenwarngeräte. So, jetzt werden wir schnell den Pitch noch testen. Es ist wichtig, dass wir das noch machen. Wir schalten in dem Fall um auf Suchen. Das passt. Schon auf dem Flug wurde die Route festgelegt. Hier oben herrscht extreme Lawinengefahr. Was so spielerisch leicht aussieht, ist Ergebnis von knochenhartem Training und langer Erfahrung. Seit sie drei sind, stehen die beiden auf den Brettern, die für sie die Welt bedeuten. Ich schaffe es nie, mich so zu konzentrieren. Ich denke an nichts anderes mehr. Also, man verschmilzt praktisch mit dem Berg, mit der Natur verschmilzt man. Und das ist ein schönes Gefühl irgendwie. Also. Bist du richtig Philosoph? Wahnsinn. Letzten Sonntag im französischen Les Arcs, Axel Pielenz und Axel Hörmann auf dem Weg zu ihrem nächsten Rennen. Die Bedingungen für das Freeskiing-Event scheinen ideal. Die Strecke wird erst kurz vor dem Start bekannt gegeben. Da hoch oder da hoch? In der letzten Nacht hat es 30 cm geschneit. Der Berg ist gespickt mit Felsvorsprüngen und tückischen Gesteinsbrocken. Trotzdem, die Fahrer rasen hier mit bis zu 100 Stundenkilometern runter. Dieser Hang hier hinter mir ist 45 Grad steil. Und das ist eigentlich nur eine Aufwärmübung für Axel. Den Sprung, den wir gerade gesehen haben, der war 5 Meter tief. In einem richtigen Wettbewerb springen die Teilnehmer über 30 Meter Klippen. Kurz vor dem Start. Jetzt bekommen die Teilnehmer die Steilwand zum ersten Mal zu sehen. Wenn man da runterfährt jetzt, dann muss man ja ganz schnell entscheiden, wo man hinfährt. Also jetzt würde ich sagen, dass wir hier das linke fahren, wo sie alle den Schnee runtergesprengt haben. Das ist jetzt sehr schwer, weil wir eigentlich fast nur Felsen sind. Das ist die schwerste Linie, gibt es viele Punkte. Versucht da runterzufahren und muss es dann spontan entscheiden. Spontan entscheiden? Ja. Und wenn der spontan daneben liegt in deiner Entscheidung? Da muss ich irgendwie schauen, ob ich mal einen Gedankenblitz bekomme oder so. Frankreich ist das Mekka der Freeskier in Europa. 131 Skifreaks haben sich zu dem Wettkampf angemeldet. Die waghalsigsten Fahrer der Welt. Preisgelder gibt es hier kaum zu gewinnen. Warum macht man sowas? Vielleicht, um zu lernen, mit der Angst umzugehen, um die Angst zu überwinden. Hast du Angst? Nein, wenn du Angst hast, hast du schon verloren.
Mühsam muss die Meute erstmal den Berg hochkraxeln. Von Sessellift keine Spur. Endlich oben angekommen, gibt's schlechte Nachrichten. Die Schneeverhältnisse sind nicht stabil. Lawinengefahr. Sie haben das Rennen abgesagt. Wir gehen jetzt alle. Wir dürfen noch nicht mal einfach so runterfahren. Wir müssen zu Fuß runter. Dabei wussten die doch, dass Lawinengefahr bestand. Sie haben versucht, den Schnee wegzusprengen. Wirklich schade. Aber es ist natürlich die richtige Entscheidung. Niemand will, dass sich hier jemand wehtut. Vor solchen Rennen ist grundsätzlich Vorsicht geboten. Am Morgen vor dem Start sprengen Bergführer Lawinen von den Hängen. Nur so kann die Wettkampfstrecke sicher gemacht werden. Bisher ist bei den Wettkämpfen in Europa noch keine Lawine abgegangen, noch niemand tödlich verunglückt. Tinier in den französischen Alpen vor 2 Wochen. Eine weitere Station der Freeskiing World Tour. Neben den beiden Profis aus Deutschland wagen sich hier auch 100 Amateure auf die Steilwandstrecke. Die meisten Stürze gehen glimpflich aus. Blaue Flecken, Prellungen und Beulen gehören dazu. Beifall gibt's gratis. Die Fans wollen solche Szenen sehen. Freeskiing, eine Sportart, garantiert nicht zur Nachahmung empfohlen. Neben Knochenbrüchen riskieren Nichtkönner, in Lawinen zu geraten. Bergführer Werner Federspiel kennt die Gefahr für allzu sorglose Skitouristen. Wenn der ein bisschen Technik beherrscht, dann will er einfach den Kick haben, er will Tiefschnee fahren, er will einsame Pulverhänge runterfahren und das ist eben das, wo es dann eben zu Unfällen kommt, weil eben der Snowboarder oder der Freerider nicht die Erfahrung hat. Ein Snowboarder löst eine Lawine aus. Jedes Jahr sterben so zig Menschen in den Alpen. Er hier hat nur mit viel Glück überlebt. Ich fürchte nicht, dass es Leute gibt, die da zuschauen, die dann sagen, das kann ich auch, das mache ich nach. Die fahren da auch dann neben der Piste und lösen eine Lawine aus und damit ein großes Unglück. Ja, das ist schade, dass es solche Leute gibt. Es gibt einfach ein paar Idioten auf der Welt, und die das vielleicht nachmachen. Genauso gibt es auch Leute, die den Michael Schumacher bei Formel 1 anschauen und dann mit 250 über die Autobahn fetzen wollen. Da kann man nichts machen. Wir tun unser Bestes, um als Vorbilder voranzugehen und uns eben entsprechend zu verhalten. Ein Leben für den Tiefschnee. Die Freeskiing-Saison geht noch bis Ende April.